Es ist wieder einmal ein Tag des Zorns, den tausende Palästinenser ausgerufen haben. Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten ist ein Palästinenser angeblich durch einen Kopfschuss getötet worden. Hunderte wurden verletzt. Ein israelischer Soldat wurde verletzt, als er von einem Palästinenser mit einem Messer angegriffen wurde. Die Krise im Nahen Osten hat sich durch den neuerlichen Konflikt um die Jerusalem-Frage verschärft. Sowohl Palästinenser als auch Israelis beanspruchen die Stadt als Hauptstadt. Und auch international wird mit dieser Frage Politik gemacht. Jerusalem ist die Hauptstadt Palästinas, sagte der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, unter Berufung auf mehrere Repräsentanten der islamischen Welt, die sich zum Gipfel der Organisation für islamische Kooperation in Istanbul getroffen haben. Erdogan rief vor allem europäische Regierungen auf, Jerusalem ebenfalls den Palästinensern zuzuerkennen. Damit positioniert sich Erdogan deutlich gegen US-Präsident Donald Trump. Der hatte vor wenigen Tagen in einem offiziellen Akt Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.